Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema Goldpreisdrückung. Sie schaffen es nicht mehr. Disclaimer. Goldpreisdrückung. Sie schaffen es nicht mehr. Die Versuche, zusammen mit den allgemeinen Märkten den Goldpreis dauerhaft runterzuschleudern, misslingt zunehmend. Auch brechen zunehmend Gold- und Rohstoffaktien trotz des allgemeinen Marktrückgangs aus, was ein sehr bullisches Zeichen für Goldaktien überhaupt ist. Auch Michael Oliver von der Momentum Structural Analytics Report glaubt nicht an einen 2. April 2020 oder an einen Oktober 1979, also einen crashartigen Einbruch, was Gold und Goldaktien sicherlich mitreißen würde. Aber genau das kriegen wir seiner Meinung nach nicht. Stattdessen sieht der Gold in den nächsten 2 Jahren Richtung 8.000 steigen, was den Anstieg in den 1970er Jahren entspricht. Damals ist Gold 1978 von $200 auf 850 gestiegen. Gut möglich, dass wir vor einem Déjà-vu stehen. Aber für Goldaktien ist es aktuell nicht interessant. Wir warten bei Goldaktien, dass es erstmal Gold über 2.000 geht, dann vielleicht dieses Jahr 2.300. Wir werden sehen, wenn es dann in diese apokalyptischen Niveaus kommen, dann ja, kann sein, aber ich denke, es wird irgendeine Form von Korrektur, wird es wahrscheinlich nochmal geben. Also wir visieren erstmal für nächstes Jahr Gold über 2.000 ein, vielleicht 2.300, Silber in Richtung 50. Ja, hier nochmal die letzten Tage des Goldkurses, und Sie können das sehen, dass diese versuchten Preisstürze bei Gold, die gingen kaum viel tiefer als ein bisschen unter 1790. Und dann kam sofort Kaufinteresse wieder rein. Also derjenige, der das verkauft hat, das kann keine natürliche Ursache erstmal grundsätzlich haben. Wer verkauft in so einem Markt, wo alles nach oben geht, wer verkauft das? Das ist also das Kartell mit den Versuchen, Leute Kaufinteressen abzuhalten und beziehungsweise kaskadische Preisstürze nach unten auslösen. Also Leute, die Long-Position haben, Angst zu machen, dass sie ihre Long-Position kaufen. Die verkaufen auch nicht ihre Long-Position, wird ständig nachgekauft. Sämtliche Notenbanken der Geld gehen rein. Ja, so. Und das Gleiche ist jetzt hier, das war hier am Freitag nochmal passiert. Und man hat sogar nicht das alte Niveau unter 1790 erreicht. Für mich ist das wirklich ein Indikator, dass es hochgeht. Das heißt aber nicht, wenn die Finanzinsider nochmal richtig zusammenlegen, dass sie nochmal einen Goldpreissturz Richtung 1720, sagen einige Statisten, nochmal hinkriegen, beziehungsweise 1750. Aber auch dieser Preisanbruch dürfte nicht lange dauern, so wie diese beiden Preisanbrüche nicht lange gedauert haben. Und ich würde tatsächlich sagen, in den nächsten Monaten oder in der nächsten Zeit sehen wir Gold über 2000 steigen. Und das setzt ganz andere Signale frei. Das wird ein riesiges Kaufinteresse bei Goldaktien freisetzen. Riesige Geldmengen werden reinfließen, gerade weil sie so unterbewertet ist. Darauf warten wir. Hier eine Aktie. Und zwar handelt es sich um Nickel-Kupfer-Gold-Projektgenerator mit Operationen in Chile und Britisch-Columbia, Kanada. Also das Unternehmen konzentriert sich auf aussichtsreiche Kupfer-, Gold- und Batterie-Metallvorkommen in Kanada und Chile. Also das meiste haben sie in Chile. Hier die Projekte 4.300 Hektar, 9.000 Hektar, 5.600 Hektar. Und sie haben eben eine relativ einmalige potenzielle Nickelmine. Und was natürlich jetzt hinsichtlich dieser ganzen Batterieteilnahme, Thematik, Speichersystem und so entgegenkommen wollte, könnte interessant sein. Wie Sie ja wissen, fokussieren wir uns eher auf Gold etc. Es sind aber diese Minenaktien sind eben Mischform. Sie haben eben Blei, Zink, Nickel, Kupfer, also nicht nur Gold und Silber drin. Und möglicherweise ist in dieser Zeit sogar attraktiv, dass dieser Hype mit den Batterien etc. und die Elektrifizierung noch Zeit anhält und dass die Investoren das interessant finden. Und unabhängig davon haben sie, sage ich mal, in ihrer kanadischen Operation in British Columbia kürzlich eben auch eine Goldentdeckung gemacht, hochrangiges Gold, 16,2 Gramm.
15,19. Warm. Hier sehen Sie das, also interessant, hier sehen Sie das kurzfristige Chart. Also es ist damals, sage ich mal, von der Corona-Krise schon von ja, 2, 3 Cent ausgebrochen auf 0,4 bis Anfang 2020. Dann ist es eigentlich jetzt um 75% korrigiert bis vor ein paar Tagen. Und wir haben jetzt aktuell einen Riesenausbruch. Und darauf will ich einfach hinweisen, wenn das große Geld einbricht, dann sehen Sie solche Ausschläge. Und wenn das erst losgeht, das ist hier das Langfristchart, das war schon mal über 10, 2011. Wir erwarten nicht, dass es die alten Höhen erreicht. Es sind ja auch viele neue Aktien geschaffen worden, etc. Aber trotzdem ist es eine Indikation. Investoren sehen das auch. Wir hoffen ja in erster Linie, dass diese Aktien jetzt hier eben von 0,1 bzw. jetzt 0,2 zumindest erstmal bei Gold über 2000, über einen Dollar steigen. Und dann, wenn dann die Investorenmassen reinkommen, hoffen wir eben, dass das eben höher getrieben wird auf 2, 3, 4, 5 Dollar, so diese Dimension. Und das würde dann eben bedeuten, von diesen 0,1 oder wer eben früher hier noch reingegangen ist oder durchgehalten hat, ständig nachgekauft haben, würde bedeuten, dass das dann insgesamt 50 bis 100 weg ist. Sehr attraktiv. Deswegen sind wir hier im Gold- und Silberminensektor. Ja, und ich habe überhaupt kein Problem, wenn da auch Nickel und Kupfer weiß. Kupfer gibt es hohe Erwartungshaltung, Nickel. Aber ich denke mal, es sollte zumindest immer Gold und Silber irgendwo mit bei sein, weil diese Krise, die vor uns liegt, ist eine monetäre Krise und das wird primär Nachfrage nach Gold und Silber auslösen. Unabhängig davon, der Chart ist interessant, die Projekte sind interessant. Gut möglich, dass das wirklich ein großer Gewinner ist. Deswegen zeige ich sie hier auch auf. Ja, 1000-Wecker-Reporte versuchen solche Aktien zu identifizieren, selektieren sie nach moderaten, hohen, sehr hohen Risiko. Also auch eine Exit-Strategie dabei, was sie kaufen können. Hier unten zum Beispiel, wie der Potenzialfaktor rechnet werden. Diese Aktie hat 3 Millionen Unzen Silber, operiert allerdings in Afrika, was dann zu Abschlägen führt, hat 2 Gramm pro Tonne und kommt auf einen Potenzialfaktor dann von 112. So, also ist ein rein theoretischer, um wie viel eine Aktie steigen kann, wenn die Mania ist, also wenn wirklich jeder Gold haben will. Wir glauben, dass bei Goldaktien ganz große Euphorie bei irgendwo Gold 2000, 2000, 2300, 2500 erreicht ist. Und dann ist das so ein Abschätzfaktor, um wie viel diese Aktie gestiegen ist. Das ist das Interessante, das kann Gold, da kann Gold nicht mithalten. Also Gold steigt um 30, 40% vielleicht im nächsten Lauf und einige Minen um das 50- bis 100-fache. Da hat Gold keine Chance. Weil eben diese Unterbewertung, das weiß eben keiner von Gold- und Silberaktien, ist nicht normal. Die ist absolut absurd und die wird möglicherweise in den nächsten Monaten schnell abgebaut und das ist die große Chance. Hier nochmal ein paar Informationen zur Einlagerung von Gold und Silber in der Schweiz. Die Sachwertegemeinschaft ist immer an Gold und Silber gekommen, auch wenn die Menschen Schlange gestanden hatten. Das ist sehr günstig. Weitere Informationen, mit welchem Broker können Sie arbeiten? Weitere Informationen zu Goldaktien. Wir haben Stammtisch jeden Samstag um 18 Uhr in Olten, 30 Kilometer von Basel. Geben Sie einfach vorher Bescheid, wenn Sie kommen wollen. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dass Sie den Kanal abonnieren. Ich bedanke mich und auf Wiedersehen.